Hallo und guten Abend, liebe Leute. Ich möchte heute mein allererstes FSX-Video machen und das ist für mich ein Grafiktest. Ich möchte hier von einem Flughafen in Sizilien, also Bocca di Falco Mill, abfliegen nach Palermo Punta Raisi. Ich fliege hier jetzt gleich mit einer Cessna C208B Grand Caravan los und wie man sieht, mit ziemlich saurigem Wetter. So, ich stelle jetzt mal die Geräte ein, das Funkgerät und das GPS und so weiter. Ich habe gerade angezeigt bekommen, dass das so hier von dem Höhenmesser nicht die richtige Angabe ist. Dafür drücke ich die Taste B einmal und wir sehen, jetzt hat er sich eingestellt. Ich stelle hier auf das GPS um und anschließend gehe ich ein Stückchen weiter runter. Meine Startbahn ist in 350 Grad, die ich jetzt auch mal einstelle hier. Jetzt gehe ich ein Stück weiter rechts rüber und stelle das Navigationssystem und auch das GPS bzw. den Autopiloten ein. So. Meine Flughöhe wird 4000 Fuß betragen. Und die Steigrate bei 1000 Fuß. So. Als nächstes gehe ich auf das GPS. Wie wir sehen, haben wir hier auf der Karte eben unseren Abflugpunkt. Das ist dieser. Und unseren Landepunkt. Das ist dieser. Ich gehe auf Nierst, das ist ja also der nächste Flughafen, drücke die Push-Taste einmal, gehe mit dem großen Rad einmal tiefer hier auf diesen. Das ist unser Landeflughafen in Palermo. Ich drücke einmal Enter und jetzt steht auch drin, Punta Raisi in Palermo. Dann nehme ich das kleine Rad und drücke einmal weiter. Hier sehen wir also Start- und Landebahn. Einmal die 25, die wir benötigen werden und die anderen beiden. Die wir jetzt aber nicht erfliegen. So, noch einmal weiter und dann habe ich hier die ILS-Frequenz für die 25 sowie die anderen Frequenzen fürs Funkgerät, so für den Tower, für Ground und wir stellen jetzt hier die ILS für die ILS 25 ein, 109,50. So, und der Michael trägt es dann weiter, damit ich es nachher nicht vergesse. Gehe dann hier auf Approach, einmal Enter drücken, mit dem großen Rad auf die ILS 25, Enter. Ja, war das jetzt richtig? Moment, mal schauen, nicht, dass ich mich verdrückt habe. Ja. So, nochmal Enter drücken, Vektor, Enter und hier mit dem großen Rad auf Aktiv gehen und das war's dann. Gut. Dann gehen wir jetzt zurück. Stelle ich jetzt die Klappen auf 10% mit der F7-Taste. Betätige die Bremsen und starten dann. Die Startbahn ist nicht besonders lang, deswegen gebe ich dem Flugzeug jetzt schon mal ein bisschen Power. So, und ab. Bei einer Geschwindigkeit von 100 Knoten hebe ich dann ab und dann sind wir auch kurz vor Ende Startbahn. Sonst würden wir nämlich einen Acker fahren. So, jetzt muss ich schon langsam den Griff innehmen und abheben. So, jetzt drücke ich Z für den Autopiloten, damit die Sachen ein bisschen entspannter abgeht. So, und das ist Bocca di Falco Mill auf Sizilien und man sieht hier schön die Berge. Jetzt schalte ich hier mein GPS wieder ein.
an diesem Punkt werden wir jetzt hier rechts eine Schleife ziehen, das heißt eine Kurve. So, dazu gehe ich dann jetzt hier und drehe das Heading auf, na, wenn es mal gehen würde. Vielleicht muss ich jetzt in die zweidimensionale Ansicht gehen, aber ich denke mal, das klappt. Dann haben wir jetzt hier 60, nur ein bisschen zu viel, ein bisschen zurück. Na, sagen wir mal so. So, Autopilot Alt einschalten, damit wir auf die 4000 Fuß gehen und nicht weiter, und schalten jetzt das Heading ein. Wir sind schon ein bisschen drüber, aber ist egal. Eigentlich hier über diesen Punkt fliegen, aber das machen wir gleich. Also schöne Gegend, ne? Wenn es nicht so stürmen würde. Aber das wollte ich gerne mal machen. Auch mal ein bisschen mit schlechterem Wetter zu fliegen, damit man mal sieht hier, wie das grafikmäßig aussieht. Ich schalte mal in die zweidimensionale Ansicht ein, damit ich hier die Setting besser bedienen kann. Ich gehe jetzt ein Stückchen weiter nach links hin. So, da fliegt sich. Steigt jetzt auf 4000 Fuß. Oh, da gab es einen ordentlichen Ruck von links. Also ich sag mal, also da braucht man schon eine große Tüte. Ja, jetzt fliegen wir hier genau auf den Punkt, wo ich gleich eindrehe, nach links hin. Die 4000 Fuß haben wir jetzt erreicht und die Steigrate hat sich jetzt also auf 0 gestellt. So, da ist der GPS nochmal. Ich mache mal ein Stückchen größer, damit man das besser erkennen kann. Also ich fliege jetzt hier gleich eine Kurve. Und zwar, ich würde mal sagen, 30. Na, schauen wir gleich mal. Ja, da ist mein Heading. Ich würde mal sagen, auf 320 Grad. Das schalte ich jetzt schon mal ein. Das hätte ich nämlich mal einen Moment raus. So, ich drehe das Setting. Na, es geht wahrscheinlich besser in der zweidimensionalen Ansicht. So. Schauen wir nochmal auf das GPS. Ja, drehen jetzt ein. Schon ein bisschen drüber. Ich drücke das Heading ein. Ja. Ich
So, das Flugzeug dreht jetzt eine Linkskurve auf 320 Grad. Ein bisschen mit der Geschwindigkeit zurückdrehen, ist ein wenig zu hoch. So, ich schalte nochmal das GPS ein. So, wir fliegen jetzt hier rüber. Können wir noch ein bisschen eindrehen. So, auf 300 Grad. Wir sind jetzt knapp davor. Ich gehe nochmal ein bisschen näher ran. Flugzeug dreht noch ein bisschen nach links. So. Gut, jetzt lassen wir das so stehen. Ich schalte jetzt das GPS aus. Was ich jetzt mache, das ist eigentlich nur noch, ich schalte jetzt hier um auf Navigation von GPS. Die Geschwindigkeit ist auch ein bisschen noch zu hoch. Ich kriege jetzt gerade Rückenwind. Ich denke mal, er wird jetzt immer schneller. So, und schalte das Approach mit ein. Jetzt habe ich alles hier eingeschaltet. Heading, Approach, GPS. Alles ist an. Und was das Flugzeug jetzt macht, ist, wir fliegen jetzt hier so lange auf diesem Heading, bis er diesen Punkt erreicht hat und drehen dann nach links ein mit dem Approach. Das wird jetzt gleich passieren, wenn das Flugzeug also diesen Punkt erreicht hat. Dazu muss ich aber noch das Funkgerät einschalten. So, schalte das Funkgerät für die Navigation jetzt ein. Und der Landekurssender hat sich jetzt verbunden mit dem Flugzeug und sendet jetzt sein ILS-Signal. Also bin ungefähr von hier losgeflogen, haben hier eine Schleife gedreht und fliegen jetzt hier rum und landen dann da hinten. Kann man jetzt schlecht sehen, es kommt eine dicke Wolke. So, das Heading hat sich jetzt ausgeschaltet, weil wir jetzt hier auf dem Kurs sind von dem ILS. Das Alt hat sich auch ausgeschaltet. Wir sind jetzt auf Kurs ILS und er steuert jetzt also unser Flugzeug mit dem ILS-Leitstrahl, so dass wir jetzt nur noch mit der Geschwindigkeit korrigieren müssen bis zum Landen. Es drückt ganz schön von der Seite. Dann nochmal was mit der Geschwindigkeit zurücknehmen. Also eine gute Landegeschwindigkeit ist so zwischen 100 und 120 Knoten. Und das Flugzeug sinkt jetzt, wie man hier sieht, gleichmäßig. Vom Flughafen ist noch nicht sehr viel zu sehen, obwohl man leicht jetzt wieder Land erkennen kann. Und zwar geradeaus.
braucht man wirklich einen großen Titel bei dem Schaukeln. Das schockelt ganz schön. Eieiei. Volle Granate, Blitzbein. Ich mache den Sitz mal ein bisschen höher, damit ich die Landebahn gleich besser erkennen kann. So. Noch zu schnell mit der Geschwindigkeit. Ich kann jetzt die Klappen schon reinbringen. Ich schalte mal die erste Stufe auf 10% ein, damit das Flugzeug ein bisschen langsamer wird. Obwohl ich mir jetzt nicht ganz sicher bin bei so einem Sturm, wann man die Klappen am besten einschaltet. Ich weiß nicht, wie das ist in echt, wenn man also bei so einem Sturm die Klappen schon rausbringt, ob man da nicht ganz schön, ganz schön Druck bekommt unter die Tragflächen. Jetzt wird es zu langsam. Und die Cessna driftet ein bisschen zu weit nach rechts ab. Ich hoffe, das wird gleich jetzt wieder ausgeglichen. Also wie man sehen kann, sind die Lichter hinten korrekt. So, dass ich also auf dem ILS-Kurs bin. Und das ist jetzt Palermo Punta Raisi. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Wenn nicht, verzeih mir. Ich denke, dann muss ich im Endanflug noch ein bisschen gegenlenken. Das muss ich dann aber mit freier Hand machen. Da zu viel Klappen gibt, ich weiß nicht, ob man da nicht zu schnell sinkt. Wir sind jetzt zu schnell. Ich mache die Klappen jetzt mal auf ganz. Ja. So, jetzt lege ich das Mikrofon mal aus der Hand, weil jetzt muss ich landen. Ich sag mal, fürs Erste geht's doch, ne? Und das ist der Flughafen Palermo Punta Raisi. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe ein kleines interessantes Video gemacht. Danke und tschüss.